Einen wunderschönen Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Westerner. Wir sind hier in der Stadt seit der letzten Folge und machen die ein bisschen unsicher. Wir haben Konto eröffnet und wir haben Kohle ohne Ende. Glaube ich zumindest. Und ich wollte mich jetzt hier mal hier in dem Jackson Store umsehen. Gucken wir mal, was wir hier finden. Ui, oh, guck mal hier. Was ist das denn? Laufkatze. Aha. Okay, das ist der Ding. Ein Wagenheber. Ein Gürtel. Okay. Kann man das alles so mitnehmen? Haben wir jetzt hier genügend Kohle eigentlich? Hören Sie, Mister. Ich bin sofort bei Ihnen. Was ist das denn? Ein Bauchmuskeltrainer? Das ist eine Laufkatze. Ideal, um sich beispielsweise an einem Seil heruntergleiten zu lassen. Ah, bei der einen Farm, was wir schon geschafft haben. Aber ich glaube, das muss ich mitnehmen. Das ist bestimmt für die Farm, wo wir zum Schwein runter sind, ne? Um das Rad rauszuholen. Okay, hier ist das Geld. Bedienen Sie sich selbst. Hat er jetzt gleich bezahlt vom Ersparten, oder? Tatsache. Okay, eine Axt. Eine Axt war da auch irgendwas, ne? Was ist das hier? Verzeihung. Wozu dient das hier? Das ist ein Wagenheber. Räder wechseln wird damit zum Kinderspiel. Er kostet $8. Vielleicht später. Wann immer Sie möchten. Okay, da haben wir hier noch einen Gürtel. Was ist das hier, eine Tür? Da ist noch eine Tür. Kauf Zeitung, was haben wir denn da? Morning Sun? Kauf Füller. Ne, einen Füller haben wir ja. Hören Sie, Mister. Haben Sie auch Zeitungen von heute? Diese Zeitungen sind nicht besonders aktuell. Hierher kommen kaum Zeitungen. Deswegen sind sie sehr teuer, aber trotzdem sehr interessant. Wir haben hier die Morning Sun mit dem Bericht über die gesprengte Eisenbahnbrücke. Den Evening Star, der über den Banküberfall in Toledo, Ohio berichtet. Und den Nightly Moon mit der Flucht aus dem mexikanischen Gefängnis. Wie viel kostet die Zeitung mit dem Artikel über die Brücke? Die Morning Sun, die kostet $5. Was? Warum ist das so teuer? Vielleicht später. Wann immer Sie möchten. Apropos Kredit, können wir nicht hier mit dem... Warte mal, Sparbuch, geht das? Wozu? Na, dass er... Bleib doch mal stehen. Das lasse ich lieber. Das behalte ich besser. Tagchen. Wie geht es Ihnen? Haben Sie Farmverteidigungsmaterial? Ihre Karte, bitte. Meine Karte? Wenn Sie keine Karte haben, darf ich Ihnen solches Material nicht verkaufen. Aha. Was für eine Karte brauche ich, um Farmverteidigungsmaterial zu kaufen? Eine SISA-Karte. Bei der Bank können Sie eine bekommen. Nur wenn Sie Millionär sind, natürlich. Aha. Kann ich Farmverteidigungsmaterial nicht mit Bargeld kaufen? Diese Art von Material dürfen Sie nur mit Karte bezahlen. Es ist wegen der Quittungen und so. Ach so. Außerdem ist es sündhaft teuer. Es handelt sich um Material der neuesten Generation. In Bar müssten Sie mit einigen prall gefüllten Dollarsäcken zahlen. Okay. Verkaufen Sie Waffen? Sie meinen Revolver, Gewehre? Ja, ja. Genau, Artillerie. Nein, es ist verboten. Oh. Aber ich verkaufe Munition. Falls Sie sich dafür interessieren. Okay. Haben Sie Dynamitstangen? Natürlich. Aber der Verkauf wird kontrolliert. Um welches zu kaufen, brauchen Sie eine Sondergenehmigung. Außerdem müssen Sie mit einem gedeckten Scheck bezahlen. Wenn nicht beide Bedingungen erfüllt sind, kann ich es Ihnen nicht verkaufen. Was ist denn das hier? Woher bekomme ich denn eine Genehmigung, Dynamit kaufen zu können? Diese Art Genehmigung wird nur vom Sheriff erlassen. Sie können sie in seinem Büro nebenan beantragen. Auf welche Summe muss der gedeckte Scheck ausgestellt sein? Um Dynamit zu kaufen? Ja,
Naja, $100. Ui. Den können Sie in der Bank bekommen. Da habe ich ein Sparbuch. Oh. Haben Sie Whisky der Marke Triple X? Selbstverständlich. Und im Sonderangebot. Aha. $7 die Flasche. Okay. Na dann mal her mit dem Rachenputzer. Hier, bitte. So, wie viel habe ich denn jetzt so über hier? Wenn ich die Zeitung noch lesen will? Oh Gott. Ich weiß auch nicht mal, was ich gerade brauche. Nee, Rüben kaufe ich nicht. Die pflanzen wir an. Eine Zange, die brauchen wir auch. Verzeihung, ich bin sofort bei Ihnen. Wie viel möchten Sie für die Zange? $2. Oh, das geht. Okay, hier. Okay, hier ist das Geld. Bedienen Sie sich selbst. Hm, aber den Wagenheber werden wir auch brauchen. Wir haben ja das Rad ja schon freigestellt. Hören Sie, wie viel kostet der Wagenheber? $8. Oh, so teuer. Okay, hier ist das Geld. Bedienen Sie sich selbst. Ich bin mir ziemlich sicher. So, das Problem ist... $8. Was ist das hier? Hey, Mister. Ja? Der Zutritt kostet $5. Was ist da drin? Das ist die Kleiderkammer. Alles im Sonderangebot. Ist alles Secondhand, aber alles gut erhalten. Für nur $5 können Sie mitnehmen, was Sie wollen. Alles, was ich möchte? Alles. Okay. Hier sind die $5. Scheiß drauf. Kommen Sie so oft, wie Sie wollen. Okay. Ich hoffe... Oh, hier, guck mal. Was ist das hier? Eine Melone? Das war's jetzt aber nicht wirklich, oder? Hier ist echt nichts weiter. Was ist hier? Okay. Was hier? Fast in 1 Second in one punch. Leiter. Fotoentwickler. Ja, na klar. Eine Dunkelkammer. Sie ist verschlossen. Das ist schlecht. Okay, hier unten haben wir auf alle Fälle einen Fotoentwickler. Gut zu wissen. Aber dafür $5 für eine Mütze? Und wir müssen jetzt wieder irgendwelche Schubfächer durchsuchen. Können wir hier hinten die Tür öffnen? Wahrscheinlich nicht. Mister, Sie dürfen nicht hinter die Verkaufstheke. Okay. Bitte gehen Sie dort weg. Ich wollte nur mal einen Blick dahinter werfen. Ja, ja, ja. Okay. Das heißt, ich muss noch ein paar Schubfächer leerräumen. Ja? Ich glaube, wir brauchen hier noch ein paar Gegenstände. Ich gehe mal noch zum Sheriff. Wir haben ja beim letzten Mal hier noch den Tom hier hinten, den anderen Farmer, gehabt. Vielleicht kann man dazu noch irgendwas befragen, weil es gab ja da auch eine Frage. Hallo, oh. Mr. Fillmore. Hallo. Hallo, Sheriff. Hallo. Ach, guck mal hier, ich bin Anwalt und Verteidiger. Ich brauche eine Genehmigung, um Dynamit zu kaufen. Geben Sie mir Ihren Namen, Adresse und Telegrafenadresse. Außerdem brauche ich Ihre Nummer bei der Behörde für Unsoziales. Was? Sowie Ihren Waffenschein. Hä? Und ein aktuelles Foto von Ihnen. Ach so. Sie müssen dann eine Woche warten, um die Genehmigung zu erhalten. Machen Sie sich keine Umstände. Wieso gehst du wieder raus? Geh mal wieder rein. Hallo, Mr. Fillmore. Hi. Hallo, Sheriff. Ich bin Anwalt und verteidige Mr. Postum. Zeigen Sie mir bitte Ihr Diplom. Ich habe es nicht dabei.
Dann kann ich Sie nicht mit ihm reden lassen. Okay. Könnten Sie mir Ihre Ernennung zum Sheriff zeigen? Hängt dort an der Wand. Und den Haftbefehl gegen Mr. Postum? Ich brauche keinen Haftbefehl, um jemanden zu verhaften. Ach so? Kann ich wenigstens erfahren, wann mein Mandant vor Gericht gestellt werden soll? Man folgt in solchen Fällen der normalen Prozedur. Sie wissen schon. Ja. Ja, klar. Und welche war das doch gleich? Ein Marshal kommt und überführt ihn in die Hauptstadt. Wann kommt der Marshal, um meinen Mandanten abzuholen? Er wird mir zuerst ein Telegramm senden, um mir seine Ankunft mitzuteilen. Ich werde ihn am Bahnhof erwarten. Wir nehmen noch ein paar Drinks, dann unterschreiben wir die nötigen Papiere in meinem Büro und ich überlasse ihm den Gefangenen. Sie wissen schon, die gewöhnliche Vorgehensweise. Ja, gewöhnlich, ich verstehe. Wie lautet die Anklage gegen meinen Mandanten? Mr. Starek's Vieh gestohlen zu haben. Als Beweis habe ich den Stier hier draußen, den ich auf der Farm Ihres Mandanten gefunden habe. Der Stier trägt Starek's Brandzeichen. Das ist Beweis A in diesem Fall von Diebstahl. Ich muss kurz zur Toilette. Aha. Sie sollten sich ein tragbares Klo besorgen. Aber der Burger da, wenn man den Bacon wegnimmt, der sieht ganz schmackhaft aus. Aber wer weiß, wie lange der da schon rumliegt. Okay, dann gehen wir mal hier hinten nochmal gucken. Postum! Tom Postum! Ja, bitte? Ich glaube, da kommt jemand. Schlangenlinien, als ob du betrunken wärst. Mach mal. Fehlt nur noch, dass hier das Brandzeichen da falsch ist, ne? Aber von der Seite kann ich ja nicht gucken. Warte mal, wir fahren mal diesmal Dresine. Ich möchte mal Dresine fahren. So, wo geht's hin? Ich nehme erstmal das hier. Na los, komm, kräftig. Wollte ich nicht rechts fahren? Ist doch links. Vor allem der Baum direkt über die Schienen, ja? Oh Gott, wo kommen wir jetzt hin? Wo sind wir jetzt? Hier ist eine Brücke. Kann ich hier auch zu Fuß lang? Oh Gott, ich glaube, das ist hier richtig viel. Das ist ja riesige Szenerie hier, ne? Was war hier? Was waren hier gerade eben? Ach so, die Brücke war dann. Da ist die Dresine. Boah, ist ja richtig. Aber. Kann ich hier irgendwo hin? Hier zu Ufer. Fang Forelle. Oh, komm. Da muss ich, glaube ich, mir was einfallen lassen. Oder auch nicht. Fischi. Komm. Ach komm. Ich muss da an Land schubsen irgendwie. Oh, den zu erwischen ist schwierig. Theoretisch müsste ich mich hier hinstellen. So, weil da schwimmt immer im Kreis. Warte mal. Na komm.
Ach komm. Wo ist er denn jetzt? Ach da. Ja, ja. Nein. Oh, ist das gemein. Kann ich hier was hinstellen zum Auffangen oder so? Lieber nicht. Warte mal, haben wir was anderes, was wir hinstellen können? Haben wir einen Korb vielleicht? Oh ja, okay. Super. Ich probier's nochmal. Komm. Oh, komm. Ist schon wieder weg. Ist aber auch nicht so einfach. Ach, komm nicht in die... Ist da völlig falsche Richtung gewesen gerade eben. Ich glaube, das ist egal, in welche Richtung ich schlage. Ich muss das nur in der Nähe von den Seiten machen. So, das zum Beispiel funktioniert nicht. Ich muss jetzt warten, bis er hier rüberkommt. Wenn er hier rüberkommt, dann erwische ich ihn. Oh. Mist. Schon wieder abgehauen. Du komm. Och, also. Ah ja, das kann sich nur um Stunden handeln. Och Mensch. Das machst du super, Filmer. Machst du richtig super. Komm. Ach komm, oh no. Das kann doch nicht so schwer sein. Wir bleiben jetzt mal stehen hier. Vielleicht. Wir sind auf dem richtigen Weg. Wenn ich mir gemerkt hätte. Oh. Ach, guck mal, da war er eben an der Stelle. Der Cursor ist einfach viel zu groß zum Zielen. Komm hier. Nein, falsche Richtung. Bitte. Und komm, wir hatten die doch schon einmal. Jetzt muss ich ihn da hintreiben, oder was? Nein! Das Ding ist so groß, man sieht nicht, wann man zielt. Ey, das ist doch nicht wahr. Ja, das meine ich. Oh, du komm bitte. Jetzt haut er wieder ab. Ach komm, jetzt wird's das albern. Wir stehen Stunden an dem Fisch. Ey.
Das ist gerade sehr bescheiden. Och, du Kopffisch. Muss ich hier echt wirklich korrekt stehen, ja? Ey, das kann nicht sein. Ey. Geht das mal an? Das geht doch gar nicht. Och, komm. Oh, 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 oh. So, also eine Wand hat man schon zweimal, ja? Oh, Humor. Ja. Ah. Oh. Yeah. Oh. Das war jetzt aber eine schwere Geburt. Das war eine schwere Geburt. Alter. Uiuiui. Wie lange hat es jetzt gedauert? 4 Minuten? 5 Minuten? Ich meine, okay, ist immer noch schneller, als wenn ich normal in der Realität einen Fisch fangen würde, aber trotzdem. So, was haben wir denn hier? Da geht's Brücke. Das heißt, ach so. Ich kann wahrscheinlich hier nicht laufen. Ich muss hier... Kann ich hier rüberlaufen oder muss ich dann mit der Draisine hier langfahren? Okay, ich muss mit der Draisine anscheinend langfahren. Ich hoffe, ich fahre dann in die richtige Richtung. Vorhin habe ich rechts gedrückt und wir sind links abgebogen, ne? Muss ich mir mal merken. Ach so. So. Ah, okay. Dann machen wir mal unbekannte Richtung. Das geht aber nicht. Das war gar nicht so eingestellt, das Gleis. Was haben wir denn da? Ich sehe da eine Axt, hä? Und ein Seil. Oh, wir kriegen ja richtig viele Seile. 2 Stück haben wir schon, ne? Da komme ich nicht hin. Was? Kann man hier vorne lang gelaufen? Wo bist du denn? Mal gucken, wie viel haben wir? 1. Oh, komm, nimm mit. Jetzt haben wir 2. 1 haben wir ja schon irgendwo vergurkt, ne? Guck mal, eine Axt haben wir hier. Was ist das hier? Ein Mast. Das lasse ich lieber. Ja, warum auch nicht? Unmöglich. Da komme ich nicht ran. Okay. Hier scheint nichts weiter zu sein, oder? Nee. Wir sind hier, glaube ich, auch am Ende, ne? Zum anderen Ecke der Brücke zur Stadt. Okay, dann fahren wir zurück. Und hier wieder. Pff, genau drin. Ah, sehr schön. Das mit dem Fisch war zwar ein bisschen doof, aber es war, also rein von der Steuerung war das ja doof, ne? Weil es doch schwer zu erreichen und zu fassen ist. Aber es war ein schönes Rätsel. Gut, wir machen hier an der Stelle ein Folgenpäuschen. Wir stehen jetzt hier da. Ich denke mal, in der nächsten Folge fahren wir mal in die andere Richtung, gucken uns das da an und ja, bis dahin. Euer Firefox.